Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder der Aldi Online-Shop und zwar mit dem Gaming-PC Enforcer X10 RTX 4090 von Eraser für 3.899 Euro. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Gladiator 96 in unserem Videovorschlägekanal und den schauen wir uns jetzt mal an. Übrigens steht hier noch dabei, hattet ihr schon mal einen PC von Aldi? Ja, hatten wir schon und ich habe da mehrere Videos zu gemacht, aber der ist jetzt recht aktuell und dann gucken wir mal. Der Verkauf startet hier übrigens in 5 Tagen und 6 Stunden, wenn ihr das Video seht, werden wahrscheinlich noch irgendwie 3 Tage oder so übrig sein. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf vorbereiten. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Ich denke jetzt nicht, dass es großartig fake ist. Also das Gehäuse wird wohl stimmen. Das hatten wir auch in der letzten Serie schon. Hier oben sieht man auch einen Teil der Wasserkühlung. Das passt schon irgendwo. Die zeigen jetzt halt auch keinen beleuchteten RAM oder ein mega super Mainboard oder sonst irgendwelche Sachen, sondern einfach nur ein beleuchtetes Teil von der Seite. Kommen wir zu den Produktdetails. Und zwar haben wir als Prozessor einen Intel Core i7 14700KF. Der hat 20 Kerne, 28 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 253 Watt reinschrauben. Ich weiß nicht genau, wie der jetzt eingestellt ist, beziehungsweise das BIOS eingestellt ist, ob das wirklich in diesen Grenzen betrieben wird oder die einfach offen sind. Power Limits, Jungs. Denkt an die Power Limits. Es gibt teilweise auch PCs auf dem Markt, die komplett runtergedrosselt sind, irgendwie auf 100 Watt. Dann kann der Prozessor natürlich nicht seine volle Leistung entfalten. Und was den Speicher angeht, haben wir DDR5 5600 MTS Unterstützung oder DDR4 3200 MTS. Das ist schon ein krass starker Prozessor. Wenn man wirklich nur zocken will, nimmt man einen 14600er oder einen 7800 X3D von AMD. Mit dem kann man jetzt natürlich noch ein bisschen mehr machen, hat schnellere Zeiten beim Rendern und solche Geschichten. Der wird aber auch sehr heiß. Da kommen wir aber später zu. Wir haben hier eine ziemlich kleine Wasserkühlung. Das spreche ich gleich nochmal an. Ansonsten aktuellste Serie von Intel. Danach kommt nur noch der 14900K, der noch stärker ist. Aber der 14700er, der ist soweit schon gut gewählt, sofern man nicht nur zocken will. Ihr könnt mit dem Teil natürlich streamen und daddeln und was nicht alles. Müsst dann halt ein bisschen auf die Temperaturen gucken. Und der kostet 407,66 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4090 Gaming OC 24 GB. Da brauche ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Die RTX 4090 ist im Moment die stärkste Nvidia Grafikkarte auf dem Markt. Da macht man auf jeden Fall nichts mit falsch, egal was ihr zocken wollt. Full HD, WQHD oder 4K. Es kommt immer auf die Titel an, spielt ein bisschen mit den Einstellungen, weil es gibt auch Titel in 4K, die selbst diese Grafikkarte in die Knie zwingen. Da muss man dann schauen, Raytracing vielleicht auf Mittel stellen, DLSS benutzen und solche Geschichten, aber das findet ihr alles in FPS-Test heraus. Und die kostet 1994,99 Euro bei eBay via Trend IT. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z790 Aorus Elite AX Mainboard. Und hier muss ich wirklich sagen, haben sie wirklich ein gutes Board gewählt. Natürlich, es gibt noch viel besseres, aber nicht so ein RAM-Sport. Wir haben schon den aktuellsten Z790 Chipsatz. Dann haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein, den Platz haben sie auch gut gewählt, weil der Kühler der Grafikkarte das hier alles sowieso überdeckt und ihr habt noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofon und Line-Out, also Kopfhöreranschluss, 3x USB 3.0, Netzwerkanschluss, USB-Typ C ist mit am Start, die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, es ist ein KF-Prozessor, der hat keine integrierte Grafikeinheit, 2x USB 3.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss und 4x USB 2.0. Und wenn man sich die Anschlüsse so angeguckt hat, ja, es gibt wirklich bessere Boards, aber das ist jetzt kein RAM-Sport. Ihr müsst auch selber entscheiden, ob ihr mit dieser Anzahl an USB-Anschlüssen klarkommt. Ihr könnt natürlich auch einen Verteiler benutzen und so, aber einige Mainboards, die etwas teurer sind, bringen halt auch schon mehr USB mit. Und das kostet 271 Euro bei computeruniverse.net. Die SSD ist eine 2 TB WD Black SN850X. Das wäre dann diese hier, die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6600 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Das ist schon mal nicht schlecht. 2 TB kommt auch erstmal eine Weile mit hin. Wir haben hier auch noch irgendwie eine Art HDD verbaut, komme ich jetzt auch noch zu. Aber qualitativ ist die völlig okay. Und die kostet 149,89 € bei Mindfactory. Dann hätten wir hier noch die 2 TB Festplatte, wo keine weitere Bezeichnung hintersteht. Ich nehme jetzt einfach mal eine Seagate Barracuda 2 TB. Es kann auch eine Western Digital oder so sein, die kosten alle sowieso dasselbe. Ob ich mir heutzutage noch eine HDD ins System schmeißen würde, glaube ich nicht. Erstmal Geräuschkulisse, die sind relativ langsam. Natürlich kann man auch Spiele drauf installieren und so, die laden dann aber auch länger, würde ich mir überlegen. Als reines Datengrab für Videos, Bilder und solche Sachen, klar, kann man die gut verwenden. Und die kostet 46,05 € bei playox.de. Der Arbeitsspeicher sind 64 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 Arbeitsspeicher mit bis zu 6000 MTS. Wenn man so ein bisschen gräbt in den Artikeln von verschiedenen Online-Zeitschriften, findet man dann schnell heraus, dass das ein CL36er-Kit ist. Erstmal 64 GB ist natürlich top, wenn man nebenbei auch noch irgendwie Renderarbeiten macht, Videobearbeitung oder 4K.
4K-Rendering, keine Ahnung, was man alles damit machen kann. Lexi, meine Freundin zum Beispiel, braucht auch 64 GB, weil die viel mit Photoshop und so macht, beziehungsweise auch mit Illustrator, After Effects, und da kann man das wirklich gut gebrauchen. 6000 MTS, auch eine geile Sache, dass sie das genommen haben. Das ist auch so der Standard, den wir immer fahren, sei es Intel oder AMD. Natürlich geht es noch schneller, aber mit 6000 fährt man ganz gut. CL36 ist jetzt auch nicht der schlechteste, ist so ein Mittelding. Wir nehmen meistens CL30 oder 32er. 36er und 40er lassen wir mal ein bisschen außen vor. Hat unter anderem auch einfach damit zu tun, dass die Preisunterschiede, sag ich mal, von CL36 zu CL30 vielleicht 10 Euro sind. Deswegen, warum für 10 Euro die Leistung nicht auch noch mitnehmen? Aber die haben ja auf jeden Fall nicht absolut ins Klo gegriffen, das passt schon. Und der kostet 244,88 Euro bei BEA Computer in Österreich. Ansonsten eben 3 Euro mehr bei Mindfactory in Deutschland. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Bezeichnung von dem Gehäuse. Beleuchtetes Glasdesign von Inwin. Das hört sich immer so an, als hätte Swarovski irgend so ein Gehäuse auf den Markt geschmissen. Es ist ein stinknormales Gehäuse mit einer Scheibe. Leider konnte ich da jetzt nicht gucken, welches das genau ist. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe jetzt ein ähnliches genommen. Das hat auch diese Aussparung. Hier unten ist halt nicht schräg, sondern gerade. Jetzt haben wir dazu hier aber keinen Preis. Schauen wir uns so ein bisschen die historischen Daten an, lag das Teil bei ca. 149 Euro zum Schluss. Und deswegen nehmen wir jetzt das NZXT H6 Flow einfach nur als Preisstütze hinterher für die Liste. Das kostet nämlich 139,14 Euro. Kommen wir mal zu dem Gehäuse an sich. Das ist ja ca. gleich aufgebaut. Ich habe auch eben auf den Bildern gesehen, dass unten Lüfter verbaut sind. Das sieht man hier ganz schön. Hier sollen wohl 3 Lüfter unten drin sein. Hier unten hat man dann so eine kleine Kammer, wo auch Luft angesogen werden kann. Hinten bläst er halt raus und die Wasserkühlung, ja, entweder haut hier oben die Luft raus oder saugt irgendwie von der Seite an, kann ich euch nicht genau sagen. Wenn das Konzept so sein sollte, dass hier unten kalte Luft reinströmt und die warme hinten und oben rausgeht, dann sollte das von der Kühlung her reichen tatsächlich. Auch wenn das ein geschlossenes Gehäuse in der Front ist, ist so ein Lianli Dynamic O11 natürlich auch. Das holt sich dann die Luft von der Seite oder von unten oder sonst woher, von daher, ich denke, das wird schon irgendwie klappen. Eventuell meinen die das auch mit optimiertes Kühlsystem, weil die alten Gehäuse waren tatsächlich nicht so der Bringer. Was die Wasserkühlung angeht, haben wir eine AlphaCool Icebear 240 Wasserkühlung. Also schön ist schon mal anders, aber es funktioniert irgendwo. Wobei eine 240er Wasserkühlung auf einem 14700 kF keine gute Idee ist. Selbst wenn man diesen Prozessor in seinen beiden Grenzen 125 Watt zu 253 Watt betreibt, wird die nicht ausreichen unter Volllast. Im Gaming geht das. Wenn ihr jetzt anfangt, wie ich eben schon sagte, zu rendern, wo der Prozessor stark belastet wird, wird's eng. Ich hätte für meinen Teil lieber eine 360er genommen, da ich nicht genau weiß, welches Gehäuse das jetzt ist, weiß ich auch nicht, ob eine reingepasst hätte. 240er finde ich einfach zu wenig. Hat auch dann immer ein bisschen was mit der Lautstärke zu tun, weil die fängt dann natürlich krass an zu drehen, dann wird das laut, das nervt dann wieder beim Zocken, wenn man irgendwelche Steps hören möchte, irgendwie bei PUBG oder Warzone oder sonst wo. Also das würde ich mir stark überlegen, ob ich das System dann so kaufen würde, wenn ich damit auch andere Sachen als Zocken machen möchte. Und die kostet 113,88 Euro bei Aqua Tuning. Als Netzteil haben wir den Seasonic Vertex GX1200 Netzteil. Das hat 12 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Zuerst einmal 1200 Watt, ganz dicker ausreichend für dieses System, hätten es gar nicht mal sein müssen. 1000 oder sowohl auch 850 hätten für das System gereicht. Jetzt hat man hier natürlich noch Reserven, ist auch ganz nett. Wir haben schon den neuen Stromstecker für die 4090, das ist auch cool. Und es ist ein A-Tier Netzteil, also hier haben sie wirklich gut investiert, was das Netzteil angeht. Das ist nicht so ein China-Kracher, der eure 4090 dann mit in den Tod zieht, sondern wirklich was Vernünftiges. Kostet allerdings auch stolze 218,49 Euro bei csvdirekt.de. Was WLAN und Bluetooth angeht, ist das dem Mainboard geschuldet, genauso wie der Netzwerkcontroller und das Audio. Raytracing, ja, okay, warum man das extra dabei schreiben muss, weiß ich nicht. Laufwerk, nein. Software haben wir noch Windows 11 Home. Ob ihr jetzt als Gamer Home oder Professional nehmt, ist relativ egal. Ihr könnt auch einfach Home nehmen, das passt soweit. Und das kostet 24,80 Euro bei IT Hardpulse. Kostenlose Testversion für Microsoft 365. Auf diesem PC ist eine 30-Tage-Testversion für Microsoft 365 Neukunden vorinstalliert. Bedeutet für euch, nach 30 Tagen kostet es Geld. Schmeißt es runter. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt es sowieso benutzen, lasst es ruhig drauf, kein Thema. Und dann haben wir noch McAfee LiveSafe, kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert. Braucht ihr auch nicht. Ihr habt den Windows Defender, wenn Windows 11 Home sowieso mit dabei ist, von daher schmeißt es bitte auch runter, sonst kostet es hinterher auch Geld. Das ist einfach so ein System, das wird vorinstalliert, sogenannte Bloatware, und sobald dann der Käufer des PCs sich entscheidet, das dann zu kaufen, kriegt der Systemintegrator Geld dafür. Deswegen lasst es sein. Ansonsten im Lieferumfang haben wir halt den PC, ein Netzkabel, ist auch nicht selbstverständlich. Grüße gehen raus an JoyIT bei Netto, manchmal liegt da keins dabei. Eine Garantiekarte und Bedienungsanleitung.
Schauen wir uns da mal das Endergebnis an, haben wir hier die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die beiden Gehäuse, das eine halt nur als Preispunkt, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.519,22 € und das Ding, das kostet 3,9. Das heißt, ihr habt jetzt bummelig einen Aufpreis fürs Zusammenbauen und Garantie und so weiter von 380 €. Wenn man das circa runterbricht, landen wir bei 10% des Gesamtpreises von dem PC. Einige werden jetzt sagen, ja, das ist noch okay. Ich sage jetzt auch, es ist nicht krass überteuert. Gerade weil die Grafikkartenpreise so schwanken, kann man das irgendwo noch machen. Was mich hier einfach nur stört, was heißt stört? Der CL36 RAM wäre besser gegangen, ja? Mainboard ist top, Netzteil ist top. Wasserkühlung finde ich einfach zu klein. Da sollte eine 360er drauf. Man kann jetzt bei Medion halt nicht umkonfigurieren. Das ist ein bisschen schade. Und dass das preislich jetzt auch nicht der Riesenbanger ist, kann ich euch jetzt auch mal kurz zeigen. Ich habe mal etwas nachkonfiguriert bei Dubaro. Wir haben als Gehäuse das ARC 700. Das hat hier schon diese Lüfter vorne drin, eine Meshfront, also Airflow ist gegeben. Es ging mir jetzt nur um die technische Seite. Das Case kostet bummelig 110 oder 120 Euro. Sind wir auch fast da, was das andere Case kostet. Dann haben wir hier auch einen 14.700 kW, eine 360er Wasserkühlung, die zufällig jetzt auch noch zum Gehäuse passt, vom Design her, weil es gleicher Hersteller. Dafür allerdings nur ein Gaming X Z97. Bei Gigabyte hat man halt Gaming X, Aorus Elite, Aorus Pro, Aorus Master und wie sie alle heißen. Das ist also eine Stufe weiter drunter. Bringt aber auch WLAN, Bluetooth und die ganzen Sachen mit. Hier haben wir ebenfalls den gleichen RAM, auch mit CL36. Zweimal eine SSD, jeweils 2 Terabyte und auch eine 4090, da wird dann gewürfelt, welcher Hersteller es wird und halt ein 1200 Watt Be Quiet Straight Power 12 Platinum, auch ein gutes Netzteil, lehnt sich ungefähr an das andere an. So, und da kommt er halt auf 3693,50 €. Ich wollte euch damit nur zeigen, es geht auch billiger. Das System von Aldi ist jetzt nicht der Mega-Banger. Müsst ihr jetzt halt für euch selber entscheiden, ob ihr euch das holen wollt. Vielleicht gefällt euch auch das Design, weil es mal keine Meshfront ist oder so. Müsst ihr selber wissen, es ist jetzt nicht das Mega-Top-Angebot, aber ja, es ist auch nicht überteuert. Und technisch gesehen hätte ich es halt auch irgendwie anders gemacht. Und für eine reine Zockerkiste braucht ihr keinen 14.700 kW. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.